So, der dann auch erst einspringt, wenn hier auf dem Fließband Platz ist. Die restlichen ganz schnellen pappe ich hier hin. Und passt das schon irgendwie. Baut trotzdem noch mehr davon. Jetzt aber erstmal zurück zu wichtigeren Sachen. Die da wären. Eisen und Kupfer im Auge behalten, grüne Chips fixen, habe ich gemacht. Türme bauen, habe ich gemacht. Türme gesetzt, habe ich. Das ist alles gut. Ich könnte jetzt eigentlich mal wieder basteln. Also die Automatisierungssachen hinstellen und ein bisschen Zeug machen, was mich persönlich so stört. Also ein bisschen optischer Kleinkram. Könnte gucken, warum die Forschung nicht so schnell weitergeht. Könnte die hier alle abreißen, weil wir brauchen sie gar nicht mehr. Was mache ich hier mit? Na, wir sind auf 15.000 Kupferplatten hoch. Also ich denke... Warum ist da unten? Gib mir das Blei. Ja. Also ich denke, das sollte okay sein. Das heißt, ich reiße jetzt hier oben alles ab. Das mache ich aber nicht selber, sondern das lasse ich Roboter machen. Das heißt, wir machen einmal so. Einmal komplett rüber. Ja. Dann diese komische Anlage da. Was macht die Radarstation hier? Das sind noch unsere Uralt-Radar-Dinger, ne? Die sollte man irgendwie besser positionieren. Das heißt, die auch alle weg, bitte. Und das hier alles weg. Dann müsste es genauso aussehen wie vorher. Und wir haben ganz viele Schmelzen im System. Mehr große Kisten wurde noch gefordert. Ja. Kann ich bei Zeit machen. Die mal raus. Habe ich noch kleine dabei? Kleine putzige Roboter? Ja, fehlen noch welche. Seid ihr alle schon schnell? Sieht alles so schnell aus. Ne, sind auch schneller dabei. So, nochmal 10 bitte. Die anderen 2 raus. Die 5 raus. Boah, sehr schön. Das wäre übrigens so ein Projekt, was ich ganz gerne demnächst machen würde, was Automatisierung angeht. Die Munition. Also die Combat Shotgun Munition, dass ich nicht immer diese 100.000 Zwischenschritte da machen muss. Das heißt, wir bräuchten dann nochmal Highly Advanced Laser Battery. Dann die Advanced Battery, die Normal Battery. Also 1, 2, 3, 4 Fabriken bräuchten wir dann. Das passt doch super. Ist doch immer so ein Viererblock. Schön, schön. Hier irgendwo. Derweil aber nochmal Akkus. Nur 20. Oh, keine Fluxkapazitoren. Warum? Weil keine Kapazitoren. Warum keine Kapazitoren? Weil zu langsam. Okay, das können wir ändern. Zack. Zack. Gut. Aber ja, das würde ich dann auch ganz gerne abändern. Jetzt habe ich die Ärmchen hier weg und da weg. Warte mal, die blauen Ärmchen von da nach da, die grünen Ärmchen von da nach da. Dass auch die Ärmchen wieder auf einer Reihe sind. Dann hier nur Kapazitoren. Das lila Ding vielleicht irgendwo eher hier hin. Dass auch die ganzen Tränke auf dem Haufen sind. Dann noch Produktivitätsmodule. Sowohl Einser als auch Zweier. Dump. Hinbappen, weil die werden doch langsam so ein bisschen praktisch. Sobald Geschwindigkeit nicht mehr ganz so ein Faktor ist. Ja. Ist hier alles okay? Kein Petroleumgas, kein Leichtöl, kein Schweröl. Was? 12.000 Fuelblocks. Also entweder geht hier irgendwas richtig schief oder irgendwas läuft richtig gut. Weil normalerweise staut sich das immer irgendwo. Seid ihr alle durch hier am Arbeiten? Ja. Also ich könnte euch noch Geschwindigkeit geben, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Schwefelsäure ist genug da. Sobald Leichtöl auftaucht, wird es verbraucht und die Fuelblocks halten sich. Alles super. Okay. Ja, das lasse ich dann so, wie es ist. Ist okay. Plastik sollte... Oh.
Okay. Haben wir doch ein kleines Problem. Also wir brauchen mehr Petroleumgas. Das heißt, ich reiß bei jedem mal einen raus. Ich wollte eigentlich einen rausreißen, ne? Egal, mach zwei raus. Zwei rein. Zwei raus, zwei rein. Zwei raus, zwei rein. Da. 33. Ich hatte irgendwie erwartet, dass es jetzt mehr wird und nicht, dass es weniger wird. Wir waren bei 33, als ich angefangen habe, und wir sind jetzt bei immer noch 30. Aber wahrscheinlich verbraucht mehr im Hintergrund. Jungs. Ach, du wartest auf Öl. Da bringt die Geschwindigkeit gar nichts. Okay. Das heißt, es hängt an euch mal wieder. Die habt alle, fast alle schon, die Dreier. Habe ich noch so einen Pumpcheck auf Tasche zufällig? Nö. Pumpcheck, Pumpcheck. Da, bau einen Pumpcheck noch. Und setz den einfach auf irgendein Ölfeld, das so ansatzweise hier in der Nähe ist. Nochmal so. Da unten sind die, die ich schon gesetzt habe, richtig? So, das sind gar keine Ölfelder, das da unten waren die Ölfelder. Da sind noch zwei. Sind ein bisschen ab vom Schuss, aber die könnte ich recht schnell verbinden. Stopp, abbrechen. Lieber hier noch mehr Speedmodule holen und versuchen damit das zu regeln. So, du bist schon super schnell, super schnell, super schnell. Hier, alles raus, super schnell rein. Alles raus, super schnell rein. Ja, alles raus, super schnell rein. Sollte reichen. Hoffe ich mal. Eventuell gibt es ja noch einen Pumpcheck MK3. Wobei ich das irgendwie bezweifle. Oh, ich habe nichts gesagt. Es gibt einen Dreier, es gibt sogar einen Vierer und sogar noch einen Fünfer. Brauchen wir später auch nur noch einen Pumpcheck. Gefahrener Kram. Oh, gut. Also, Öl. Sollte dann hoffentlich auch wieder stabilisieren. Also, Öl klappt, Chips klappt. Eisen, Kupfer klappt. Immer noch? Immer noch. Ist alles gut. Tränke wollte ich noch, glaube ich, checken. Aber ich denke, das wird einfach nur daran liegen, dass das Logistikding hier, ne, 1200 braucht und halt auch recht viel Zeit. Bäume werden gar keine mehr angepflanzt, ist okay so. Die Steam Engines sind bald ein Ding der Geschichte. Warum ist da kein Drill drauf? So. Und so. Das einmal abbauen, bitte. Ja, ich guck mal nach unten. Wie das da so ausschaut. Zwischendurch. Habe ich ja neue Blauchips? Ja. Langsame. Das waren schnelle. Ja, einfach alles mit einem Sortier aus. Das hört sich ein bisschen wie an. Und lass Gott sie aussortieren. Ja, nicht ganz. Du bau mal da. Da sind die Kleinen. Da sind die Kleinen. So. Klein raus. 21 schnell raus. Sehr gut. So. Das bitte auch weg. Das ist so komisch. Ich muss mich um nichts kümmern. Sehr irritierend. Aber gut, dann bastle ich jetzt halt an meinen kleinen Projekten, die ich da aufgelistet habe vor kurzem. Angefangen mit besseren... Hätte nichts sagen sollen, ha? Huh? Ne, alles okay. Angefangen mit den Assembly Machines. Die brauchen Dreier, Stahl, Blau und Capacitors. So, so. Drei... Dreier was? Ah, Dreier Fabriken wahrscheinlich, hm? Dreier Fabriken. 50 Stück. Ja, hau rein. Stahl. Mach da mal so, so. Dann Capacitors. Und zwar die Capacitors, nicht Weak oder sonst was.
Und blaue Chips. Ja, das ist schon ein bisschen happiger. Das heißt, das soll ich auch stark beschränken. Hier sind die. Und zwar auf, sagen wir mal, 10. Nur sind jetzt schon Roboter unterwegs, um 100 Stück hierher zu bringen. Das heißt, ich muss die gleich hier rausholen. Ah, da kommen die restlichen. Und ein Roboter scheint jetzt schon 5 Stück zu tragen. Also die kleinen Roboter tragen 5 Stück. Die MK1 müsste noch mehr tragen. So, Ärmchen wären vielleicht noch nicht schlecht. Und ich brauche schon mal blaue. So, rein, raus. Speednudel werde ich hier eigentlich nicht wirklich brauchen, oder? Ah, was soll's. So. Die hier können einmal geschlossen stehen bleiben und einfach nur geleert werden. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Das nehme ich mal kurz mit. So. Und dann kommen hier einfach Fabriken hin, denke ich mal. Zum Beispiel die Batteriegeschichte könnte ich hier hinbauen. Achso, die Ärmchen müssten einmal leer gemacht werden, richtig. Ja, können erstmal ruhig langsamer Fabriken sein, die kann ich später hier immer noch ersetzen. Oh, und ich habe vergessen, dich zu beschränken. Das wäre gefährlich. So, bau mal ein Stack schnelle Fabriken. Also richtig schnelle. Das ist ordentlich. Gut, fangen wir hier oben an. Ich hätte gerne Laser Battery? Ja. Tin. Ah. Na gut. Du brauchst Batterien. 50 Stück. Du brauchst Tin. 20 Stück, sagen wir mal. Und Raw Sapphire. Das wäre das da. Gehen wir auch mal auf 20 runter. So, dann beschränken wir das Ganze auf ein Stack. Dann kommt der nächste Schritt. Von den Laser Batteries auf Advanced Batteries brauchst du wieder Raw Sapphire. Aber statt hin Gold und in die vorherige Batterie. Also Raw Sapphire, wieder 20. Gold. Auch nur 20. Laser Battery. 10. Und auch dich wieder ein Stack beschränken. Also, Laser Battery, Advanced Laser Battery, Highly Advanced, braucht Emerald statt dem Saphir und Ardite statt dem Gold. Also hätte ich gerne Ardite, Emerald, Chunks? Ne, Raw war das, ne? Denke. Chunks aus. Raw. Raw, 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 raw. Alles gut. Und die vorhergegangene Batterie-Dingse. Advanced-Dinger. 10 Stück. Dich beschränken. So, und jetzt hier unten kommt eigentlich gleich der letzte Sprung hin, oder? Genau, die Highly Advanced Laser Shotgun Battery. Polished Emerald, Cobalt Plate und die Highly Advanced. Genau. Nimm ruhig 100 Stück. Ist okay. Nein. Mach 10. Mach Highly Advanced. Was ist das letzte? Ardite? Nee, Kobalt. Nicht nachgucken. Ist richtig. Kobalt. So. Oh, wir brauchen 25 davon. Ja, dann mach mal hier 100. Dich beschränken wir auf ein Stack. Und du stellst bitte hier Highly Advanced das da. So, werden wir jetzt bei weitem nicht immer alle Ressourcen vorrätig haben. Ich sollte vielleicht von Hand die Polish-Dinger reinschmeißen, die ich auch dabei habe. So, die meisten davon zumindest. Ein paar behalte ich. Ich weiß nicht, warum ich sie behalten will, aber ich behalte sie mal.